Die Landschaft wirkt verwildert und urtümlich, wie aus der Zeit gefallen. Der Weiler Schmiedheim ist eine der vielen aufgegebenen Ortschaften auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Hohenfels. Im neuen Roman Wolfsgrund von Gerda Stauner spielt Schmiedheim eine zentrale Rolle. Der Wolf ist wohl auf der Suche nach einem neuen Revier. Die vielen Kilometer aus Tschechien über den Bayerischen Wald hierher in dieses Niemandsland gekommen. Lesenswert sind die Bücher von Stauner nicht nur wegen der spannenden Geschichte, die sie kurzweilig erzählt. Die historischen Fakten und Ereignisse sind gut recherchiert und geben einen hervorragend lesbaren und lehrreichen Einblick in die Geschichte der Oberpfalz. Im ersten Roman liegt der Schwerpunkt Ende des Zweiten Weltkrieges. Da geht es einfach um diese Situation, dass die Amerikaner anrücken und dass das einfach ganz unsicher ist, was passieren wird. Im zweiten Roman, der spielt eine Generation vorher, das beginnt so Mitte des 19. Jahrhunderts. Da geht es um so eine Migrationsthematik, da geht es darum, dass italienische Wanderarbeiter hierher kommen in die Oberpfalz, dass die Eisenbahn gebaut wird. Im dritten Teil geht es um die Vertreibung oder um die Ablöse von mehreren tausend Menschen rund um den Hohenfelser Truppenübungsplatz. Drei von fünf noch lebenden Schmiedheimern nutzten an diesem Tag die rare Gelegenheit, noch einmal ihr Dorf zu sehen. Das ist seit der Umsiedlung vor fast 70 Jahren dem Verfall preisgegeben. 1951 war es so, dass das ehemalige Lager an die Amerikaner gefallen ist und dann mit dem Kalten Krieg dann einfach Bedarf auch war, mehr Gelände zu haben, mehr Übungsmöglichkeiten zu haben. Und dann wurde halt deutschlandweit, wurden verschiedene Gebiete und Plätze gesucht und dann fiel halt ein Los auf Hohenfels und damit mussten viele Menschen gehen. Auch der im nahen Dashofen geborene Regisseur und Theatermacher Josef Rödel war unter den Gästen der Lesung. Sein Urgroßvater war der letzte Wirt und Brauer von Schmiedheim. Die Oberpfalz ist für mich immer ein wichtiges Thema gewesen, auch aus kulturellem Interesse, persönlichem Interesse, meine Herkunft. Zum anderen ist es eine Aufgabe, die Oberpfalz medial wieder nach vorne zu bringen, weil sie eigentlich nicht vorkommt. Deshalb ist es wichtig, dass es diese Romane gibt von der Frau Stauner. Wer jetzt Lust auf gute Unterhaltung aus und über die Oberpfalz bekommen hat, der kann sich die Bücher im gut sortierten Buchhandel kaufen oder die Autorin bei einer ihrer Lesungen besuchen. Und vielleicht gibt es ja in absehbarer Zeit einen echten Oberpfälzer Heimatfilm.